Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir das neue Pet Simulator 99, The Backrooms Update. Ja, los geht's. Jetzt ist das Update endlich da, nur 10 Minuten zu spät. Das Backrooms Event, Explore Rooms, Break Coins, Hatch Eggs. Wow, ich darf Eggs hatchen in Pet Simulator? Ich darf Coins breaken in Pet Simulator? Die wollen das Ding hier wirklich füllen und haben nichts zu bieten. Es gibt Backroom Keys, Night Terror Hoverboard, bla bla bla. Okay, das Update bietet nichts außer das Backroom Event. Das heißt aber auch, dass es keine neue Area gibt. Ich hätte mich auch gewundert, wenn die so schnell jetzt einfach eine neue Area rausgebracht hätten. Hier hinten geht es noch nicht weiter. Ich habe aber eben schon den Eingang zu den Backrooms gesehen. Da gucken wir gleich hin. Hier steht dann gleich wieder, wenn ich E drücke, World 3 coming soon. Gut zu wissen. Damit wäre meine Frage von vor dem Update geklärt. Es gibt keine neue Welt, sondern nur das Backrooms-Event, wo man hier hingehen kann. Ich mag diese schwarze Blumen. Gut, gucken wir mal rein. Warte, in den Backrooms muss man auch farmen? Okay, bleibt erstmal. Dann haben wir hier ein Backrooms-Egg für 2.800 von diesen Münzen, von denen ich zu viele bekomme. Ich mache mir mal Auto-Hatch an. Blub, und dann hatchen wir das erstmal. Wow! So, Backrooms, Pets do more damage. Gut zu wissen. Warum ist Auto-Hatch schon wieder aus, hä? Ich hatch jetzt einfach ein paar Backrooms. Pets. Die machen dann mehr Damage und dann sollte ich mehr Münzen bekommen, dann kann ich mir mehr Pets leisten. Die Pets, also diese Eggs sehen wirklich cool aus. Also von den Effekten und von dem Design her finde ich das wirklich sehr cool. Aber für mich stellt sich halt immer noch die Frage, wofür? Also es ist cool, ja, es erweitert das Pet Simulator Gameplay um neue Pets. Und ich finde dieses Egg, wenn man das öffnet, dieser Effekt hier außenrum, der sieht richtig cool aus. Die Pets sehen auch cool aus, aber wo ist jetzt das Gameplay, das mir so viel Spaß machen soll? Kann ich eine Magnet Flag platzieren, please? Nö. Okay. Gucken wir mal in den Backrooms, was es hier zu finden gibt. Nicht, dass ich mich noch verlaufe. Kann man in der Area schneller farmen? Ich vermute mal nicht. Aber da hinten ist doch was. Ist das etwa ein Monster, das mich töten will, oder ist es ein Egg? Okay, was steht hier? Zweifache Huge Chance? Oh mein Gott. Gibt... Ich meine, stellt euch vor, die Huge-Chance steigt einfach von Fragezeichen, Fragezeichen zu Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Das ist insane. Ich wünschte, ich hätte so eine hohe Huge-Chance. Aber noch habe ich kein Huge gezogen. So, hier ist der Pet Simulator 1 Brunnen. Was macht das denn in den Backrooms? Doll. Ah, okay, bei den Eggs gibt es dann immer unterschiedliche Huge-Chancen. Und hier ist so ein Obby-Dings. Geh mal auf. Danke. Meine Pets sterben. Nein! Meine Pets! Oh, ich habe nicht aufgepasst. Warte, hier kann ich jetzt einfach wieder den ganzen Weg zurückgehen. Augenblick. Wenn ich jetzt wieder vor dem Ding stehe. Ich stehe einfach vor dem Ding. Wofür bin ich durchgegangen? Gibt es in den Seiten hier irgendwas Cooles? Habe ich irgendwas davon, hier durchzugehen, wenn ich außen vorbei kann? Hä? Hier ist doch nichts. Hä? Wo ist der Sinn? Wofür gibt es das? Na, egal. Ey, da hinten ist was. Das sieht gut aus. Da will ich lang. Kann ich hier lang? Oh, nee, da ist einfach eine Wand. Aber das Licht. Ich gehe zu dem Licht. Aber wo kriege ich jetzt mein Huge-Pet? Huge? Das ist eine Tür. Wir alle wissen, wo Türen in den Backrooms hinführen. Nirgendwo hin. Die sind fake. Oder? Augenblick. Ich muss etwas Illegales machen, Leute. Das war der hier, ne? Ha! Ich habe mich durchgeglitscht. Es hat tatsächlich wohin geführt. Zu einer Obby. Meint ihr, das war erlaubt, dass ich mich jetzt durch die Wand durchgeglitscht habe? Oder es war sogar gewollt? Zehnfache Huge-Chance, aber ich habe einfach nicht genug Coins. Ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Okay, gibt es einen normalen Weg hierhin? Safe. Das hier wäre der normale Weg dahin. Verratet es nicht, Preston. Hier gibt es wieder die zweifache Huge-Chance. Warte. Da hinten ist der Petzolotter-Brunnen. Also wenn ihr von dort aus, da hinten ist der Spawn, glaube ich, hier lang geht, dann einfach da durch und dann seid ihr am Ende bei dem Egg mit der zehnfachen Huge-Chance. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen farmen. Also hier ist erstmal eine Area dazwischen. Und hinter dieser Area, in diese Richtung, ist der Spawn. Das heißt, wenn ihr vom Spawn kommt, einfach ein bisschen nach vorne, dann nach links. Und dann einfach durch, diese ganzen Areas hier durch. So, ich habe jetzt 1,4 Millionen Coins. Das muss reichen, Leute. Das muss wirklich reichen. Wenn die 1,4 Millionen Coins nicht reichen, dann weiß ich nicht weiter. So, an dem Ei hier vorbei. Der Spawn war da hinten irgendwo in diese Richtung. Dann hier einfach durch. Hier einfach durchlaufen. Und dann sollten wir gleich, wenn wir nach links laufen, bei der Obby sein. Hier ist die Tür, durch die ich mich durchgeglitscht habe von der anderen Seite. Und dann die super schwere Obby. Wenn ich hier runterfalle, sterbe ich auch im echten Leben. So ist das in den Backrooms leider. Aber ich habe es geschafft. 3.500, zehnfache Huge Chance. Und dann kaufen wir einfach mal mit Auto-Hatch. Meint ihr, die Huge Chance ist auch vergrößert, indem ich bei Auto-Hatch diese Setting anhabe, dass ich nur bessere Pets kriege? Wahrscheinlich nicht und dann ist es Verschwendung von meinen Coins.
Augenblick meine Pets hatchen weiter und ich sammle auch weiterhin ein. Seht ihr das? Können wir Auto-Hatch bitte ausmachen? Danke. Seht ihr das? Meine Coins gehen auch so hoch. Ich habe einen Schlüssel bekommen, Backrooms Key. Augenblick. Ich kann mit dieser Tür nicht interagieren. Wofür? A fix for Hype Eggs in Backrooms Pack is being pushed. Hä? Es gibt einen Fehler? Ist ja auch egal. Okay, durch diese Tür kommt man mit dem Key offensichtlich nicht durch. Ja gut, ich mach dann einfach mal hier die Charged Eggs aus, Auto-Hatch wieder an und dann hatchen wir weiter. Guck mal in den Shop, gute Idee. Augenblick, ich schaue in den Shop. Was sagt der Shop? Der Shop sagt, neue Items added. Ein Backrooms Key. So, warte, es gibt das Backrooms Pack und dann gibt es das Backrooms. Das Backrooms Pack ist möglicherweise günstiger, weil zumindest das erste Tier hier halb so teuer ist. Das Black Hole Egg ist hier immer noch drin und das wär's. Es könnte sein, dass man im Backrooms Pack vielleicht Backrooms Exclusives bekommen kann. Weil ich ein YouTuber bin, werde ich es jetzt ausprobieren, Leute. Ich werde es jetzt ausprobieren. Ich kaufe mir den Spaß, auch wenn ich eigentlich keine Robux mehr an Petsmelotte ausgeben wollte. Einfach nur, damit wir herausfinden können, ob hier was Cooles drin sein kann. Hole ich mir einfach die blöden Belohnungen ab. Und dann ist hier tatsächlich ein Glitched Gift. Aber ein Glitched Gift ist nicht so cool, weil da ist eine sehr hohe Chance, dass man einfach nur Müll bekommt. Dann öffne ich das, das und das. Und das war's. Es ist kaputt. Das war's. Wow. Das war ja super cool. Öffnen wir mal das Glitched Gift, oder? Wollen wir das Glitched Gift hier? Es gibt eine Fragezeichen-Chance auf dieses Glitched Huge Pad. Aber ja, die Chance ist eigentlich lächerlich. Ich öffne es einfach mal. Komm, machen wir. Vielleicht habe ich 10 von diesen Cocktails bekommen. Es war auf jeden Fall nicht so gut. Gut, wir öffnen jetzt noch weiter diese Eggs. Hoffen dann, dass ein Update rauskommt, dass ich vielleicht auch mal meine Belohnungen für das bekomme, was ich hier gekauft habe. Und so lange warten wir einfach mal auf die vielen, vielen Huge Pets, die ich jetzt mit meiner 10-fachen Chance hätte. Ich habe ein Egg mit mal 50, warum habe ich das nicht? Okay, Leute, ich werde jetzt mit nach dem Egg suchen, welches eine 50-fache Chance hat. Wenn er ein Egg mit 50-facher Chance hat, dann kann ich das auch haben. So, ich stand nicht gut. Ich muss mit dem Rücken zu der Tür stehen. Dann muss ich diesen komischen Emote machen und rein. Oh, ich habe mich zu früh bewegt. Rücken stehen, warten, rein und durch. Perfekt. Ohne Shift-Lock ist es ein bisschen schwieriger. So, wo ist jetzt meine 50-fache Chance? Du musst durch Wasser auch gehen. Aber wo ist das Wasser? Bestimmt da hinten. Das ist es. Das ist es. Hier kriege ich endlich meine 50-fache Chance. Oder da? Ist da hinten etwa Roblox Felix? Das baue ich ab. Also ich werde nie herausfinden, was passiert ist, weil entweder das war jetzt das Update oder ich wurde irgendwo hin teleportiert. Zum Beispiel in einen Server, in dem das neue Update drin ist. Mensch, ich wollte das Ding öffnen. Da war bestimmt voll die gute Belohnung drin. Wir werden es nie herausfinden, weil ich jetzt in einem ewigen Ladebildschirm hänge. Naja. Ja, okay, nochmal zurück in die Backrooms. Cannot enter this minigame right now. Ich wurde aus den Backrooms geschmissen, ist das euer Ernst? Wow. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Die haben ein Update rausgebracht für die Backrooms und haben die Backrooms deaktiviert oder was? Kriege ich das wenigstens? Auch nicht? Okay. Also, kriege ich Hype-Gifts? Play for 60 more minutes. Der Timer hat jetzt erst angefangen. Ich bin schon 27 Minuten drin. Ist das euer Ernst? Okay, sagen wir 17 Minuten. Nee, dann habe ich auch keinen Bock auf diese blöden Hype-Gifts. Also wirklich. Guck mal noch einmal zum Mailbox rüber. Er hat mir Fragezeichen geschickt. Hat mich heute als Wadlesplay verkleidet. Also free to play. Und schickt mir einen Jester-Dog. Dankeschön. Ich weiß doch natürlich, wer sich als Wadlesplay verkleidet hat. Guck mal beim Pack. Okay, ich guck noch mal beim Pack. Oh ja, es ging. Aber dahinter kommen nur noch ein Huge Potion und nichts Interessantes. Komm, ich mach noch einmal. Einmal mache ich es noch. Nee, ich mach's noch, nur um zu gucken, mache ich's. Weil jetzt kriegen wir Mini-Chest, will ich nicht. Giftback will ich nicht. Huge Potions will ich nicht. Tap Power will ich nicht. Und dann hätten wir hier hinter wieder nur Müll. Und dann wieder den nächsten Huge Potion. Also, nee, da bin ich raus. Sorry. Noch mehr Robux stecke ich da nicht rein. Kann ich jetzt rein, please? Jetzt darf ich rein. Okay. Gut, dann geht's. Doch nochmal unter die Welt. Gut, wir gehen rein in die Backrooms, dann nach links. Mal gucken, ob die Backrooms gleich geblieben sind. Wir gehen hier durch. Augenblick, bin ich da lang gegangen oder da lang? Wir werden es herausfinden. Ich gehe hier einfach lang. Hier einfach den Weg folgen. Und ja, das sind neue Backrooms. So sah das hier nicht aus. So habe ich das nicht in Erinnerung. Aber ich gehe einfach dann nach links. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Dann sind wir bei so einer Wiese, in der die Pet Simulator 1 Welt ist. Oder ist es Pet Simulator X? Das ist Pet Simulator X, oder? Ja, das ist Pet Simulator X. Pet Simulator 1 war viel leichter. Okay, wir sind in Pet Simulator X angekommen. Vielleicht auch Pet Simulator 2, das weiß niemand. Erinnert sich irgendwer von euch an Pet Simulator 2? Wisst ihr was? Ich habe keine Lust mehr. Ich glitsch mich jetzt hier durch die Wand durch. Ich will in diese Richtung kommen. Ah, ich habe wieder zu früh gedrückt. Ich bin zu ungeduldig. Jetzt habe ich zu spät gedrückt. Na gut, dann nicht. Wer weiß, wie dick die Wände auch sind. Vielleicht geht das gar nicht. Hide and Seek in den Backrooms wäre cool. Das wäre wirklich eine Idee, wenn ich auch Bock auf Hide and Seek hätte. Aber ich habe Bock auf dieses Riesengeschenk da. Endlich, mein Baby. Ich darf dich endlich abbauen.
Jetzt finden wir endlich heraus, was passiert, wenn ich ihn abbaue. Wahrscheinlich kriege ich einfach nur ein paar von diesen Münzen. Ich habe jetzt 4,49 Millionen. Mal gucken, wie viel ich dazu bekomme. Okay, es ist abgebaut und ich bekomme... Oh, ich bekomme Belohnungen, aber keine Coins. Interesting. Alles klar, da hinten ist die nächste Area. Da kann ich meine Pets dann abladen, dass sie erstmal nebenbei ein bisschen farmen können. Gucken wir weiter dahin, weil da hinten ist wieder eine große Chest, ist das? Nee, das ist ein Gingerbread House. Mit viel mehr HP, also da brauche ich tatsächlich meine Pets, die mir helfen. Kommt zurück, meine Pets, helft mir! Kriegt man hier dann auch Weihnachtsbelohnungen? Dann wäre das cool, aber wahrscheinlich nicht. Aber wenn man hier nochmal irgendwelche Christmas-Update-Sachen bekommen würde, dann wäre das wirklich geil. Bitte gib mir einfach ein Titanic-Gift. Gib mir ein Titanic-Gift. Und? Nö, es sind ganz normale Belohnungen, schade. Ich hatte Hoffnung. Es wäre zu cool gewesen. Was ist denn das hier? Hier stecken Räume ineinander. Die Backrooms sind auf jeden Fall zufallsgeneriert. Sonst würde das hier nicht so aussehen wahrscheinlich. Die Pfeile zeigen dahin, aber ich folge den Pfeilen nicht. Ich folge den Äxten. Hahaha. Was wollt ihr tun? Ich hätte auch in die Lava springen können. Würde ich dann sterben? Wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Finden wir es nicht heraus. Das hier sieht groß aus. Das hier ist ein großer Backraum. Ist hinter dieser Backsäule irgendwas? Nö. Guck mal, hier wäre ein Eingang für eine Tür, der aber blockiert ist. Naja, da hinten ist was. Check this bad boy out. Oh mein Gott, life is Roblox. Kann ich da rein? Oh mein Gott, ich darf aber nicht fahren. Ich sitze halt nur. Es wäre cool, wenn ich fahren dürfte. Aber life is Roblox. Gut, da hinten haben wir ein paar Freunde. Hallo, meine Freunde. Was macht ihr denn hier? The Chosen One. Ja, Preston, feier dich erstmal als The Chosen One. Natürlich bist du das. Aww. Ah, da hinten haben wir wieder eine Area, wo ich farmen kann. Perfekt. Darauf habe ich gewartet. Und da hinten ist dann ein Egg. Oder? Ja, und jetzt bitte mit einer 50-fachen Chance. Und die Chance ist dreifach. Wow. Einmal können wir öffnen. Kein Huge Pet. Peinlich. Hier hinten ist noch eine Area. Gehen wir mal hier lang. Ich habe schon komplett die Orientierung verloren. Ich weiß nicht mehr, wo irgendwas ist. Aber ich suche nach coolen Räumen und vor allem suche ich nach einem Egg mit einer 50-fachen Chance. Da hinten wäre noch was. Da gucken wir als nächstes hin. Please? Ach, noch so eine Farming Area. Hört ja gar nicht mehr auf mit den Dingern. Aber ein Weitblick. Da steht was an die Wand geschrieben. Da steht Huge Pet. Du bekommst ein Huge Pet? How open? Wie hoch ist die Chance? Zehnfache Chance? Zehnfache Chance und zehnfache Chance. Lohnt sich doch gar nicht, das zu öffnen. Aber man muss wahrscheinlich auf die Knöpfe da hinten drücken, oder? Ah, Wasser. Ah. Darf ich den nicht verschieben? Der Knopf öffnet den. Okay, der Knopf hier öffnet dann den daneben. Oder auch nicht? Naja, wer weiß. Gucken wir mal hier hoch. Hier hinter. Okay, hier ist nichts. Ey, was machst du denn da? Darf ich den nicht rein? Ja, passiert nichts. Muss einmal gucken, ob wir hier irgendwelche Knöpfe haben, die ich übersehen habe. Da ist noch ein Knopf. Push. Abgepusht. So, dann kommen wir hier auch durch. Und hier ist ein Schatz. Oh mein Gott. Aber ich darf nicht abbauen. Und ein Schiff mit Kanonen. Oh mein Gott. Ist voll cool. Und hier ist noch ein Knopf. Push. Und noch ein Knopf. Push. Und hier soll ich nochmal hochschwimmen. Und alles flackert. Epileptische Anfälle. Nein. Und da ist noch ein Push. Push. Mehr Push gibt's aber nicht, oder? Das Wasser hört einfach früher auf, als man von unten denken würde. Okay, dann... Oh nein! Bin ich hier eingesperrt, oder was? So, dann hier wieder rein. Dann wieder nach unten. Jetzt ist der mittlere offen. Mit einer zehnfachen Chance. Dann mache ich den hier auf. Und dann ist der letzte immer noch nicht offen. Ist auch egal. Weil die haben alle nur eine zehnfache Chance und ich bin eine 50-fache. Pick away. Hell oder dunkel? Ich will ins Helle. Jetzt hat sich die Tür hier geöffnet. Und da hinten ist ein Freund und eine Farm-Area zum Abbauen. Ist hier was? Ich gehe hier lang. Oh, den kriege ich auch wieder nicht alleine abgebaut. Nein. Oder ich bin wieder hier? Egal. Meine Pets helfen mir mal kurz. Ah, hinter der Tür ist das 50-fach-Eck. Ich glaube, es ist zufällig, welches Eck wie viel hat. Und sonst würde es ja auch keinen Sinn ergeben, dass alle drei Ecks die gleiche Chance eben hatten. So, wir müssen irgendwie einen anderen Weg finden. Da hinten ist nochmal eine Tür. Komm, gucken wir mal, was hinter der Tür sich versteckt. Oder wir gucken in diese Backrooms. Das hier erinnert mich doch an... Oh, wie hieß das Spiel? Ja, genau, mit dem Wasser. Wie hieß das Spiel nochmal? Das habe ich auch einmal gespielt. Aber es gibt aber nur einen Raum, der so aussieht. Schade. Nein, Gabriel, kann ich immer noch nicht. Pool Rooms. Nee, so hieß das nicht. Don't touch. Was passiert, wenn ich touche? Oh. Don't mind if I do. Ah. So, lohnt es sich überhaupt, hier rüber zu gehen? Wahrscheinlich nicht. Oh, hier ist noch eine Tür. Augenblick. Bin ich nicht von hier gekommen? Ja, ich bin von hier gekommen. Wenn ich Don't touch drücke, bin ich hier. Und dann bin ich am Ende auf der anderen Seite. Wow. Und hier ist eine Tür, die kann ich öffnen mit so einem Schlüssel. Und hinter der Tür befinden sich... Oh, Garten! Garden of Banban! Leute, wir sind im Garden of Banban! Ah, oh, hat sich überhaupt nicht gelohnt, dafür einen Schlüssel zu wasten. Gut, gehen wir wieder zurück. So, und jetzt gucken wir mal durch die andere Tür. Können wir hinstellen, emoten, rein und durch. Und hallo, was macht ihr denn hier? 1, 2, 3, 4. Ach, die Farben, okay. Okay, wir brauchen Rot... Gelb, grün, blau. Okay, rot. Ach so. Oh. Eins muss rot werden. Das ist wie bei Garden of Banban. Das ist tatsächlich jetzt wie bei Garden of Banban. Zwei muss gelb, drei muss grün und vier muss blau. Blub, 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 blub,
Es gibt kein Blau, oder was? Ich dachte schon. Es ist einfach mal Zufall. Und dadurch hat sich jetzt die Tür geöffnet. Wow. Wow. Geil, ich habe die Tür damit geöffnet. Also okay, wenn das ja nicht eine Big Paintball-Referenz ist. Aber die Frage ist, wer kann mir jetzt zeigen, wo das 50-fache Eck ist? Gut, gucken wir mal da hinten rüber, weil da ist wenigstens etwas. Und meine Pets sollen jetzt mal hier farmen, weil sie es können. So, möglicherweise gibt es hier, garantiert gibt es hier eine Möglichkeit, wieder außen rum zu laufen. Aber es ist mir egal. Obwohl, probieren wir mal aus, ob ich jetzt hier lande. Nee, okay, es wird zu lustig. Und durch. Was haben wir denn hier für eine schöne Sache? Und es gibt nichts, gar nichts. Gucken wir mal nach da hinten. Da hinten ist was Dunkles. Dunkel ist gut. Das ist doch eine 50-fache Chance. Ein Nether-Portal. Es ist tatsächlich ein Nether-Portal. Leute, es gibt ein Nether-Portal in den Backrooms. Okay, ich muss sagen, das Update bietet doch was. Es gibt Sachen zu entdecken hier in den Backrooms. Das gefällt mir. Gehen wir mal rein in den Nether. Ich weiß, in Minecraft muss man stehen bleiben, aber wenigstens kriegt man dann so einen Zzzz-Effekt. Hier passiert leider nichts. Das finde ich schade. Es wäre cool, wenn ich jetzt irgendwie in den Nether gelandet wäre, aber war wahrscheinlich auch mal wieder zu viel von mir erwartet. Will ich auf die andere Seite gehen? Oh, warte, ich komme auf die andere Seite, wenn ich mich hier töte, oder? Nee, komme ich nicht. Schade, ich dachte... Ha! Oh. Aber irgendwie finde ich gar keine Eggs mehr. Ich finde da nicht mal mehr Eggs mit schlechten Chancen. Ich finde gar keine Eggs. Oh, da hätten wir schon wieder so ein Ding zum Farben. Ja, dann bauen wir uns das ab. Dann kriegen wir wenigstens ein bisschen Belohnungen. Oh, hier muss ich aber auch reingucken. Ah, ich drücke immer zu früh. Ich bin so ungeduldig. Das war jetzt zu spät. So, was haben wir hier? Ah, die Tür hat sich direkt geöffnet. Ach, weil das so ein Pick-Away-Weg war. Okay. Na gut. Hat noch ein paar andere Kleinigkeiten in seinem Leben am Laufen. Deswegen hat er gerade nicht so viel Lust darauf. Guck mal, wie das hier nach innen geht. Nie darauf geachtet. Hm. Gut, meine Pets sollen mir helfen. Please? Sind wir langsam mal fertig? Ah, dauert ein bisschen, okay. Gut. Aber immerhin ist in der Nähe von so einem Ding immer sowas, dass ich die Pets wieder hinstellen kann. Und da hinten ist endlich ein Eck. Mein 50-fach-Eck. Endlich. Nach all den Jahren. Ein Eck mit einer 50-fachen Huge-Chance. Das ist dreifach. Und war ich hier schon mal? Das ist... Warte, ist das wieder derselbe Bereich, wo ich schon mal war? Das kannst du mir nicht sagen, dass ich es schon wieder geschafft habe, im Kreis zu laufen, obwohl ich darauf geachtet habe, nicht im Kreis zu laufen. Und ich bin schon wieder hier. Ich bin einfach schon wieder hier. Okay, ich versuche jetzt in diese Richtung zu kommen, da hinten. Oder ich versuche da durchzugehen und in die Richtung zu gehen. Da kam ich, glaube ich, nicht her. Ich laufe jetzt zurück, den Weg, den ich gekommen bin. In der Hoffnung, eine neue Abzweigung nehmen zu können. Hä? Hier ist eine unsichtbare Wand. Was ist denn hier Unsichtbares? Das ist Unsichtbares. Let's go golfen. Naja. Also, wo haben wir was Neues? Was Neues, bitte? Der große Backroom. Es gab keine anderen Abzweigungen. Du kannst mir das nicht sagen, dass es so lange keine anderen Abzweigungen gab. Ich laufe jetzt den ganzen Weg zurück zum Anfang, oder was? Den ganzen Weg zurück zum Anfang. By the way... Find Keys and Coins. Ah, gut zu wissen. So, von da kam ich. Dann gehe ich jetzt hier lang. Und hier ist ein langer Gang. Okay, wir haben einen neuen Abschnitt der Backrooms gefunden. Das führt uns garantiert endlich zu den 5-millionenfachen Chance-Eck. Please. Kannst mir nicht sagen, dass ich hier in der Sackgasse bin. Oh. Okay, hier haben wir eine Tür von hinten. Gucken wir mal, wie die Tür von vorne aussieht. Ah, natürlich, wieder so ein Ding. Choose a path. Aber das ist diesmal ein anderes Pick-Away-Ding, oder? Es ist nicht... Es ist das Gleiche. Ich bin... Schon wieder im Kreis gelaufen. Das war der Weg. Da bin ich... Oh, okay. Aber langsam haben wir die ganzen Backrooms abgesteckt. Ich muss nochmal meinen Weg weiter zurücklaufen und dann eine andere Abzweigung nehmen. Irgendwann. Das Problem ist, hier weiß ich nicht mehr, von wo ich kam und wo ich hinging. Kam wahrscheinlich von da. Gehen wir mal dahin. Da steht, Karte wurde abgelehnt. Kontostand minus 200k. Ha, Pech. Opfer. Ja. Sowas von verlaufen. Ich komme immer wieder da an, wo ich schon war. Es bringt mir doch nichts, wenn ich jetzt hier hinlaufe, oder? Das hier ist der einzige Weg, der noch in Frage käme, oder? Aber der geht halt in der Richtung, in der ich schon war. Und ja, hier war ich schon. Und die haben alle eine 10-fache Chance. Nur, dass ich halt von der Seite kam beim letzten Mal, statt von der. Gucken wir mal. Gucken wir mal hier lang. Und dann in die Richtung. Das muss mich doch woanders hinführen, oder? Bitte. Von den Räumen aus sieht man manchmal Eggs. Da geht es ziemlich weit in diese Richtung. Da haben wir schon wieder diese Äxte. Oh nein, sag mir nicht, ich bin schon wieder im Kreis gelaufen. Ich gehe hier lang. Ich gehe weiter diesen Weg. Meine Pets farmen da hinten, oder? Nee, hier war ich nicht, oder? Hier war ich doch nicht. Das ist neu, oder? Das muss neu sein. Das ist neu. Ich bin wieder am Anfang. Ich bin wieder am Anfang. Wie habe ich es denn wieder zurück zum Anfang geschafft? Ich habe versucht, wohin zu laufen, wo ich noch nie war. Wow. Aber dann kann ich diesmal hier lang laufen, weil hier bin ich nicht lang gelaufen. Gut, eine neue Area. Da hinten ein Gingerbread House. Oh nein, bitte nicht. Bitte sag nicht, dass nach dem Gingerbread House dann eine Area kommt und dahinter dann der Pumpkin. Da hinten ist schon wieder dieses Bad. Und oh nee, nee, nee. Gut, wenn ich in diese Richtung laufe und dann wieder da rauskomme, wo ich schon mal war, dann bedeutet das eine Sache, und zwar, dass ich die
kompletten Backrooms abgesteckt habe. Und es in meinen Backrooms... Nein, es gibt tatsächlich einen neuen Bereich. Oh, Gott sei Dank. Ich hatte schon Sorge. Ah, okay. Man muss auf... Ist das so gewollt? Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber mir ist es egal. Flup, flup, flup. Das kann nicht euer Ernst sein. Aber ich bin in einem neuen Bereich, endlich. Hier gibt's dann doch nochmal die Chance auf ein gutes Eck. Oh, ich habe Angst. Aber das kann nicht der Raum sein von vor. Das ist auch nicht der Raum von vor. Es ist ein neuer Raum. Oh, wie schön. Hui, kann ich euch anfassen? Hin. Oh, darf ich nicht. Schade, dass ich euch nicht anfassen kann. Ihr wärt tolle Pets. Wartet mal, ich bin noch... Ich mag das nicht, dass ich sterbe und dann am anderen Ende des Raumes lande. Und dann einfach wieder zurücklaufe dadurch. So, hier wollte ich hin. Zweifache Chance. Euer Ernst? Ich habe schon so viele Eggs mit einer zehnfachen Chance gehabt und du setzt mir jetzt eins meiner zweifachen vor? Oh. Aber jetzt habe ich mich wieder vollkommen verlaufen. Ich versuche mich recht zu halten, damit ich es schaffe, diesen Ort hier abzusticken. Und das ist auch wieder neu. Wie schön. Dann haben wir da hinten wieder einen komplett neuen Raum. Ohne Beleuchtung. Gucken wir mal dahin. Hier. Okay. Ist das hier etwa eine Obby? Und ich habe ein Buch bekommen. Und ich laufe die Obby wahrscheinlich aus der falschen Richtung. Ist das hier etwa ein Süßigkeitenautomat, bei dem ich nichts kaufen kann? Weil ich kein Geld habe? Weil ich arm bin? Weil ihr mir keine 20 Millionen Euro donatet? Ist das etwa ein Egg mit einer zweifachen Chance? Ich werde verrückt. Okay. Ein grüner Raum. Leute, wir können Greenscreen machen. Ah, die Beleuchtung ist aber nicht so gut für einen Greenscreen. Schade. Nochmal Greenscreen. Gehen wir zu nochmal Greenscreen. Da kam ich ja her. Ich guck da nicht hin. Ich guck hier lang. Wir sind wieder bei Popcat angekommen, aber diesmal in einem Minecraft-Raum und der ist eine Sackgasse. Es sei denn, Popcat hat den Mund aufgemacht. Nett. Nett. Wann zu dick. Mach deinen Mund auf. Da unten ist was. Unter uns ist was. Ich muss in der Popcat stehen bleiben. Da unten ist was. Hier unten ist was. Popcat, mach den Mund nochmal auf. Du hast es eben auch getan. Wenn ich nicht hingucke. Guck mal, guckt euch das an. Man kann hier runter und da ist einfach ein Lucky Block. Da ist einfach ein Lucky Block. Ich bin durch. Oh mein Gott. Ich habe ein Secret gefunden. Beim Popcat-Raum kann man einfach runter und da ist dann ein Rainbow Lucky Block. Okay, da muss ich jetzt lohnen. Wehe, wenn nicht. Wehe, wenn nicht. Und er lohnt sich nicht. Gut, dann gehen wir wieder hoch. Hat sich gar nicht gelohnt. Guck mal, wenn die den Mund aufmacht, kann man runterfallen. Eigentlich cool, aber nur eigentlich. Na, gehen wir jetzt hier lang. Bin bei My Restaurant angekommen. Nice. Ich habe eine Benachrichtigung bekommen, die muss ich mir anschauen. Die ist wichtig. Ich habe sie angeschaut. Sie hat mich glücklich gemacht. Da hinten ist endlich mein hundertfaches Egg. Okay, ihr farmt hier und ich hole mir jetzt mein Huge Pet mit einer hundertfachen Chance, zweifache Chance. Aber es ist immerhin ein neues Egg mit einer zweifachen Chance. In dem Raum war ich noch nicht. Nicht, dass ich wüsste. In dem Raum hier vielleicht. Dreifache Chance. Und was haben wir hier? Leben ist hart, du hast so recht. Ein schwarzer Raum. Noch ein schwarzer Raum. Es ist eine schwarze Sackgasse. Ja, es ist eine schwarze Sackgasse. Wir sind schon wieder hier. Es führt nirgendwo hin. Ich bin umsonst hier rein. Wow. Warte, das ist auch eine schwarze Sackgasse. Weil das dieselbe schwarze Sackgasse ist, oder? Okay, jetzt habe ich wieder die Orientierung verloren. Wenn ich gleich das Eck finde, weiß ich nicht, in welche Richtung ich gehen muss, dass ich was Neues finde. Ah, ich wünschte, ich hätte Orientierung. Das ist was Neues. Und das führt mich wieder nirgendwo hin. Ich bin einfach am Ende der Backrooms. Jetzt kann ich auch mal hier reinspringen. Bringt mir alles nichts. Okay, willst du mein Dorfspiel testen? Nö. Zuschauerspiele teste ich irgendwann mal wieder, aber das ist noch lange hin. Gut, gucken wir mal hier rein. Ein Farmraum, ein einsamer. Aber da ich jetzt die ganze Zeit auf Sackgassen stoße, habe ich auch die Vermutung, dass ich jetzt auch langsam das Ende von dieser Branch hier erreicht habe. Es gab am Anfang, als ich angekommen bin, noch ein paar Abzweigungen, die ich noch nicht erforscht habe. Ah, heißt das, ich muss wieder ganz weit zurück? Das ist auf jeden Fall neu. Und die Plattformen bewegen sich. Wow. Ich gucke nach. Aber ich glaube, das ist auch das Zweiereck, oder? Aber um sicher zu gehen... Zweier, ja. Ich glaube, es ist tatsächlich auch dasselbe Zweier, das ich schon mal gefunden habe, als ich von da kam, oder? Nee, das ist aus der An... Oder? Doch, doch. Das kann gut sein. Dreier, ja, es kommt hin. Es kann aber auch sein, dass ich jetzt hier in einem... Doch, ich bin in einem neuen Bereich, weil in diesem Raum war ich nicht, oder? Also ich war schon in diesem Raum, aber noch nicht in diesem Bereich. Hier konnte ich gar nicht hinkommen, über den Weg, den ich gegangen bin. Das heißt, das hier muss neu sein, glaube ich. Ja, das hier ist neu. Definitely. Don't touch. Wenn ich hier raufgehe, bin ich am Ende. Nice. Dann kann ich einmal hier hinter gucken. Ja, das ist neu. Weil hier war bei dem anderen Ding einfach eine sozusagen Sackgasse. Okay, ich gucke jetzt zu der anderen Kiste. Aber ich bin mir sicher, die andere Kiste bringt auch wieder null Belohnung. Aber ich mache es für die Wissenschaft, Leute. Für die Wissenschaft. Für die Wissenschaft! Aber das sieht echt cool aus. Wirklich, finden wir jetzt endlich das Eck mit der 100.000 Millionenfachen Chance. Bitte. Ich muss jetzt wieder zurück in Richtung Anfang finden, oder? Nee, doch, das hier ist neu. Warum kann man hier hochklettern? Na gut, nehme ich einfach mal so hin. Ich dachte gerade, man könnte hier durch die Wand durchsehen. Wie hast du so viele Diamanten bekommen? Indem ich sie einfach nicht ausgebe. Das ist der einzige Grund, warum ich überhaupt Geld im Leben habe. Ich verdiene kaum Geld, aber ich gebe halt auch kaum Geld aus. Deswegen behaupten manche Leute, ich wäre reich. Aber wenn ich so leben würde wie sie, dann wäre ich in kürzester Zeit
verschuldet. Okay, wir sind schon wieder hier. Gucken wir mal, ob wir uns hier durchglitschen können. Nö. Können wir uns hier durchglitschen? Nö. Kann ich, glaube ich, bei Wänden vergessen. Bei Türen geht das. Aber gucken wir mal hier hoch. Führt wahrscheinlich zu nichts. Aber die nächste Sackgasse. Wenn es nicht die nächste Sackgasse ist, dann wäre das genial, weil dann würde es bedeuten, dass wir die Backrooms einfach auf eine neue Etage bringen. Aber es ist wirklich die nächste Sackgasse. Wofür habe ich das eben gemacht? Wofür? Ich versuche mich jetzt hier durchzuglitschen. Wenn das funktioniert, dann könnte ich vielleicht auf den Backrooms drauf sein. Oder ich falle einfach hier runter. Na gut. Schade. Darf ich das berühren? Berühren. Ich habe Schaden genommen. Ich nehme tatsächlich Schaden, aber sterbe nicht. Interesting. Aber langsam sollten wir eigentlich alles Mögliche, was die Backrooms zu bieten haben, gefunden haben. Außer natürlich das Egg mit der 50.000-fachen Chance. Wir haben eine zweifache Chance. Oh. Aber wo? Oh! 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 Fünffache Chance, dein Ernst? Aber das Egg sieht anders aus. Aber in den Eggs sind dieselben Sachen drin. Na gut. Ich dachte gerade, ich hätte was gefunden. Habe ich aber nicht. Hä? Egal. Ich bin durch. Darauf kommt es an. Warst du schon bei der Hotdog-Area in den Backrooms? Nee, ich war bisher nur bei Bohnen. Ich fand das Update am Anfang super lame. Aber als ich gesehen habe, wie viele verschiedene Arten von Räumen es gibt, dachte ich mir schon, oh doch, das ist schon was. Hier einfach die Backrooms zu erkunden, das hat was. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass ich kein gutes Egg finde. Und alle paar Minuten stoße ich dann doch mal wieder auf einen neuen Raum, den ich so in der Konstellation noch nicht gesehen habe. Wie zum Beispiel auf diesen Raum. Oder auf den. Ja, da hinten. Schau dir das mal an. Sowas gab es noch nie. Oha. Ja, sowas gab es noch nie. Ich glaube, es geht in diese Richtung. Ich gucke jetzt wirklich in jede blöde Ecke, um dann herauszufinden, dass das hier eine Sackgasse ist, die zu nichts führt. Ja. Danke. Das ist immer so bei diesen großen Räumen, dass die einfach Sackgassen sind. Es bringt mir nichts, die großen Räume abzulatschen, weil es Sackgassen sind. Naja. Warte mal, ich kam von da, bin nach da gegangen, dann gehe ich jetzt hier lang. Vielleicht gibt's Hype-Eggs. Ja, das ist auch tatsächlich der Countdown, auf den ich achte, wenn ich sage, okay, jetzt ist Schluss. Wenn ich hier eine Stunde drin war in den Backrooms, dann reicht's. Dann reicht's aber auch wirklich. Ja, komm, gehen wir dahin. Nein, sag nicht, wir sind schon wieder hier. Aber hier kann ich gar nicht sein. Das hätte ich mitbekommen, wenn wir hier... Oder? Das ist derselbe Raum. Ich erkenne es tatsächlich an diesem Flacker-Pattern von den Dingern. Nein, als ob ich es auf die Seite der Backrooms rüber geschafft habe, auf der es nichts gibt, ohne zu merken, dass ich hier rüber gelaufen bin. Oh, nee. Ja gut, dann habe ich jetzt tatsächlich die ganzen Backrooms erforscht. Es gibt vielleicht noch so zwei, drei Pfade, in die ich nicht reingegangen bin. Aber das war's. Ich war überall in diesen Backrooms auf dem Server und habe kein Eck gefunden mit einer höheren Chance als zehnfach. Ja, ja. Das ist wieder das gleiche wie am Anfang. Das ist aber nicht der Garten. Doch, das ist der Garten. Oh mein Gott. Ja, es ist wirklich das gleiche wie am Anfang. Und ich kann den Garten nicht mehr aktivieren, weil ich ihn schon mal aktiviert habe oder was. Toll, ich habe einen Schlüssel aufgebraucht. Für nichts. Ah, das ist eine Sackgasse. Ich erinnere. Gut, Leute, das war's mit den Backrooms. Ich habe tatsächlich auf diesem Server die kompletten Backrooms durchforstet. Ich war in jedem Raum. Es gab vielleicht zwei oder drei Abzweigungen, in denen ich nicht war. Ich bin mir sicher, dass es bei den Abzweigungen auch keine Chance, besseren Chancen bei den Eggs gegeben hätte. Tatsächlich sind die besten Chancen, da laufen wir jetzt nochmal hin, da hinten. Die Backrooms werden auf jedem Server neu generiert. Das heißt, wahrscheinlich lohnt es sich tatsächlich am meisten, einfach so lange den Server zu wechseln, bis man in einem Backroom angekommen ist, wo man direkt um die erste Ecke ein gutes Ei gefunden hat. Weil so führt das halt wirklich zu nichts. Ich sag vor allem, dass ich nochmal zu dem Ding hingehe und ich laufe einfach dran vorbei. Naja, ist ja auch egal. Ja, aber viel weiter werde ich jetzt nicht mehr durch die Backrooms durch. Na doch, ich werde jetzt noch einmal zu den Ei hingehen und versuchen, da ein Huge Pet rauszuziehen. Aber ich werde die Backrooms nicht weiter erforschen, weil das war's mit den Backrooms. Hier gibt's nichts mehr zu erforschen. Wow, Augenblick, Augenblick, erstmal hier durch. So, und wie öffnet man diese Dinger? Man geht hier rein und drückt auf die Knopf und schon ist offen. Na gut, jetzt öffnen wir einfach dieses Egg hier. Und jetzt, das hat auch diese Textur. Ja, und das wär's dann. Kein Huge. Ich hole mir noch meine Free Gifts ab.